Gewinnt dieses Mal nicht den Start. Jetzt wird es interessant. Da ist ja auf einmal wieder dieser Kämpfer nach vorne gestellt. Da hat er ihm aber die Show gestohlen. Jetzt muss Ralf Meinzel seinen zweiten Platz, wenn er ihn verteidigen will, wenn er ihn wegschieben will, an die Spitze greifen will, da muss er wieder diesen Kämpfer niederkämpfen. Jetzt wird es spannend. Frank Meinzel, dann hier richtig gut Miguel Straub, der deutsche Vizemeister, dann Olaf Zingel, den ich da sehen kann, dahinter René Wiedler, der aus Potsdam kommende Spezialcrossfahrer. Meinzel versucht ja schon, er ist schon fast im Getriebe. Der ist schon und jetzt der Angriff. Noch einmal abgeblockt. Hier die Spitze. Von außen. Jetzt zieht er wahrscheinlich durch, aber das wieder diese Kämpfer. Jeder diese Kämpfer stellt sein Auto in Griff. Stellt es schräg an. Und da lässt er keine Chance zu, um Frank Meinzel vorbei zu lassen. Und wieder neuer Angriff. Ein spannendes Rennen, ein spannendes Finale. Um den dritten Platz haben wir noch mal richtige Kampfsituation zwischen dem Meißeler und dem Zingeler. Also Straub und Zingel. Vorne die Spitze, jetzt kommt schon die blaue Flagge für Daniel Berg, der jetzt Raum frei machen muss. Überrundungsvorgang hervorragend gelöst, kein Problem. Wir schauen euch mal das an. Meinzel greift außen an, da kommt Meinzel super ein, aber wieder ein Konter gesetzt vom Spitzenreiter. Wieder diese Kämpfer lässt hier, und da geht Meinzel außen vorbei, aber wieder zurück. Oh, 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 feuer sie mal an. Zuschauer, da baut sich was auf, macht mal richtig Anfeuerung mit euren Programmen, wann die Spitzenreiter kommen, da leben die davon, das brauchen die, diese Impuls einfach mitzugeben. Schaut euch mal, was die hier ein Rennen abliefern, das ist doch ewigste Sache. Und neuer Versuch von Frank Meinzel. Von euch da drüben, liebe Zuschauer, Anfeuerung per Applaus, kommt, auf geht's! Ja, so ist das auch richtig. Ah, das war schreit. Das ist doch ein Rennen, das ist ein Highlight. Marco,
ist doch wirklich alles super drauf. Und wo sind sie? Die Spekulanten und Deutschen greifen wieder an. Und er verbiegt sich fast die Nase. Er sitzt